Genauer Covid-19. Das Thema dominiert ja seit Wochen die Medien. Ich höre das meistens morgens im Radio, wie viele Neuinfizierte und auch wie viele neue Tote es gibt. Aber die Zahlen, die rauschen ja nur so an einem vorbei. Warum ist das so? Vermutlich, weil wir nur wenig von den persönlichen Schicksalen hören und das hat ganz unterschiedliche Gründe. Gudrun Kehrfeld. Ein Einkaufszentrum in Peking zur Mittagszeit und niemand kauft ein. Wir können mit ihr skypen und fragen, wann tragt ihr Mundschutz? Also immer draußen, man muss draußen Mundschutz tragen und wenn man keinen trägt, dann wird man auch sofort angesprochen. Und wenn im Studio unsere chinesischen Kollegen sind, die in der Regel auch drinnen Mundschutz tragen, dann tragen wir auch alle Mundschutz. Das chinesische Staatsfernsehen zeigt in den Abendnachrichten fröhliche und ausgelassene Patienten. Und viele Ärzte, die sich um wenige Kranke kümmern. In den sozialen Netzwerken ein anderes Bild. Auch nicht arbeiten gehen und haben viel Zeit, Videos aus ihrem Alltag zu posten. Mancher bekannter Bürgerjournalist ist Chen Qiuche. Eines seiner Videos endet mit den eindringlichen Worten: Ich habe Angst. Vor mir ist die Krankheit. Hinter mir ist die Macht von Chinas Justiz und Verwaltung. Aber solange ich lebe, werde ich davon erzählen, was ich gesehen und gehört habe. Wir hatten mit ihm eine Videoschalte gemacht, aber jetzt ist halt sein Handy einfach ausgestellt und Freunde sagen, dass er offenbar von der Polizei abgeholt wurde. Und